Sorrento sagt man das so, Limoncello pur ist stärker, deswegen kann man gut davon tanzen. Limoncello Crema ist nicht so stark, ist so wie Baileys, wie Eierlikör. Diese Kurve nennt man die Sophia Loren Kurve, weil das die schönste ist. Kennt man Sophia Loren, oder nicht? Ja, ja, meine Tante. Gleicher Haarschnitt, aber ich höre nicht. Ja, man sieht diese Insel auch auf die rechte Seite. Das sind Privatinseln. Die gehören zu einem Mann in Sorrento, Giovanni Russo, einem Hotelier, was mehrere Hotels hat. Zum Beispiel hat auch der Hilton Hotel. Und das sind seine Privatinseln. Es sind vier Inseln insgesamt, wo man die große Insel sieht. Das sind drei Inseln. Und es gibt auch eine Villa drauf. Vielleicht sieht man die auch besser. Es gibt auf die gesamten Inseln nur eine Villa. Dann gibt es Reste, Ruinen von der Römerzeit auch drauf oder Leuchtturm auch. Aber eine einzige Villa, das war damals die Villa von dem russischen Tänzer Nureyev. Heute gehört das zu Giovanni Russo, dieser Hotelier aus Sorrento. Ja, Sophia Loren in Wirklichkeit, jedes Mal, was sie im Fernsehen ist, jemand sagt, und hier kommt sie, die schönste Italienerin. Damals hat man auch immer gesagt, sieht ein bisschen so aus wie Angela Merkel. Der Felsen nennt man aber den Garibaldi-Felsen. Garibaldi war derjenige, was sich seine 1000 Freiwillige Süditalien sozusagen befreit hat. Damals, Neapel war damals aber die Hauptstadt von dem napoletanischen Königreich, oder noch, man hat das auch dann genannt, Königreich von den zwei Sizilien. Neapel war die Hauptstadt und Neapel war auch eine von den reichsten Städten in Europa, zusammen mit London und Paris. Dann sind die Italiener angekommen mit Garibaldi erstmal. Garibaldi hat dann die Macht übergeben an die Savoia-Familie. Königreich auch Sardinien. Und ja, es wurde dann Neapel eine sehr arme Stadt mit sehr vielen Problemen. Deswegen, wenn etwas Schlechtes passiert, sagt man in Neapel immer Manager Garibaldi. Das heißt, verdammt sei Garibaldi, was er hier gekommen ist. Und ja, man hat dieser Felsen Garibaldi genannt, weil man sagt, man hat ihn einfach darunter geworfen. Deswegen ist dieser Felsen da unten da. So, man sieht jetzt wieder diese Sirenoseninsel auf die rechte Seite. Ich habe schon gesagt, die Geschichte von Odysseus. Bei Odysseus, er war erstmal bei die Zauberin Circe und die Zauberin Circe hat dann gesagt, nachher, ja, was er dann wieder frei konnte, weil seine Freunde wurden alle in Schweine verwandelt, aber er hat dann geschafft, seine Freunde wieder zu haben und wieder wegzufahren von der Zauberin Circe. Und ja, die Zauberin Circe hat gesagt, aber du musst aufpassen, auf deinem Weg gibt es Sirenen. Wenn du hörst, wie die Sirenen singen, wirst du sicher sterben. Ja, Odysseus war ein intelligenter Mann. So, vor uns gibt es dieses Haus, ein rotes Haus. Vor dem roten Haus, wenn man nach links schaut, sieht man eine typische Gasse, die Posidata, hier links jetzt. Das ist eine typische Gasse, das ist oben, wo der Finanzamt ist. Deswegen habe ich gesagt, niemand möchte zum Finanzamt. Weil man muss die Stufe rauflaufen. Beispiel der Rathaus von Positano. Man sieht vor uns einen Pinienbaum. Ja, der Rathaus ist unter dem Pinienbaum. Deswegen ist auch der Aufzug da. Weil unten gibt es die Carabinieri, das ist die Polizei, und der Rathaus. Und wenn man hier nach unten schaut gleich, sieht man auch die Fahnen von dem Rathaus. Ja, hier rechts. Hier vorne gibt es auch die Straße nach unten, wie gesagt. Die Straße führt aber nicht bis ganz unten.
weil es wird bis wo die Parkplätze sind, aber man muss dann runterlaufen, runtergehen bis an den Strand, wenn man möchte, und dann muss man wieder raufgehen. Ja, die Schrittgeschwindigkeit darf man nicht hupen, aber hier muss man hupen, heißt es. Ja, jetzt lasse ich auch genießen, wie unser Franco das macht, in diese enge Straße. Es ist aber heute viel Platz da hier. Cinquecento in gelber Farbe, ja, original. Das benutzt man viel zu Hochzeiten auch. Überwachungstürme wurden hier gebaut, nicht alle gleichzeitig, aber die wurden alle gebaut nach die Römerzeit, weil da gab es dann die Probleme mit die Sarazenen, ja, die Türken, Piraten, was hier angekommen sind, die waren einfach bezahlt von dem türkischen Königreich, um hier zu kommen, um zu klauen. Hier vor uns ein verrückter Napoletaner, das ganze Haus blau gemacht. Ja, Neapel hat letztes Jahr gewonnen, ja, weiß man vielleicht. Neapel ist wieder italienischer Meister nach 33 Jahren. Und heute Abend spielt Neapel gegen Real Madrid in Neapel statt. Gestern hat man den Stadion auch gesehen, glaube ich. Ja. Und da spielt Neapel heute Abend. Ja, die möchten auch mitkommen. So, der Überwachungsturm, was man jetzt rechts schaut, das ist eine von den ersten Überwachungstürmen. Ist rund, ja, ein rundes Profil von oben aus. Das war nur ein Überwachungsturm, das heißt von Hintergrund. Malteserkreuz ist in Wirklichkeit das sogenannte Malteserkreuz von Malta, aber Amalfi ist älter. Normalerweise sollte man das Amalfi-Kreuz nennen, aber es ist berühmt geworden als Malteserkreuz. Hier vorne haben wir Hotel Santa Caterina. Das ist das romantische Hotel auf der Amalfi-Küste. Weil ganz unten, man sieht das aber nur, wenn man mit dem Privatboot fährt, hier unten haben wir eine Suite, ein Häuschen in so beige Farbe, was aber nicht Teil von dem Hotel ist, weil das ist auch ein 5-Sterne-Hotel. Aber die Suite ist ein bisschen weiter und wurde gebaut extra für die erste Nacht nach der Hochzeit. Sehr romantische Suite. Und die Suite ist auch weiter weg, weil man möchte nicht hören nachts über wie die streiten, die zwei. Und ja, die streiten immer die erste Nacht. Und an die Rezeption, die sagen immer, wenn das Pärchen ankommt für das erste Mal, die sagen immer, wenn dein Mann nicht so gut ist, du kannst ihn einfach runterschmeißen von dem Balkon aus. Das ist die Scheidung an die italienische Art. Sehr schnell und günstig. Weil die haben auch die Kaiser, wenn da Kaiser Tiberius von der Römerzeit, gab es immer Legenden, was er seine Frauen immer runtergeworfen hat in Capri, aber das war nur Legenden in Amerika. Deswegen sagt man das immer noch heute. Die Tradition geht weiter mit der Scheidung an die italienische Art. So, gleich sind wir erstmal im Verkehr, um runterzufahren. Wir sind aber. Man lässt dann frei die Wildschweine. Und die Wildschweine fressen die Reste von den Kastanien auf. Und dann im Januar, Februar, wir fangen die Wildschweine und wir essen die Wildschweine. Das ist ein Kreis. Ist alles eingerechnet. Man nennt das der Castrato, weil das ist ein kastrierter Wildschwein, was sehr dick wird, ja, wenn ja die Reste von den Kastanien und die.
eine Granate. So, meine Damen und Herren, wo wir gleich aussteigen, das wird auch dann sein, wo man wieder einsteigt, aber der Bus bleibt nicht hier die ganze Zeit, das heißt, wir steigen hier aus und der Fahrer Franco holt uns später dann wieder ab. Wir bleiben in einmal in, Entschuldigung, in Tabello. Dorf auch. Hier kann man auch alle Mafia-Bosse sehen auf der linken Seite. Nein, wir haben keine Mafia hier. Mafia ist nur in Norditalien. Wir haben nicht die Mafia, wir haben die Camorra, deswegen. Das hat ein anderer Name. Jeder Stadt hat seine eigene Mafia. Ja, aber das ist berühmt für die Camorra. Mafia ist normalerweise die von Sizilien aus. Aber die sehr berühmt geworden in die ganze Welt. Da gibt es auch die Cosa Nostra, Cambio, das hat der Coronina. Sehr viele verschiedene Sorten von Mafia. Ich sage ihm ruhig bei. Der Rückspiegel rechts. Also von der nächsten Mal. Das ist das Land auch, wo die großen Zitronen wachsen, aber wie gesagt, wir sind nicht in die Zitronenernte, deswegen kann man die nicht sehen auf die Bäume. Weil viele Male, wenn man hier, ja, zwei Monate her, zum Beispiel ein Monat her, wenn man hier ankommt, sieht man diese großen Zitronen fast überall, weil die sind heller als die normalen Zitronen auch. Deswegen sind die sehr großen Zitronen oft nur ein normaler Zitronenbaum, sieht es so aus.